Für uns ist natürlich die Produktion hier ein bisschen im Zentrum, weil mit dem verdienen wir mehr als Geld. Ich glaube, die drei Hauptthemen werden die gleichen sein wie heute. Es geht um die politischen Fragen, um Agrarpolitik, um finanzielle Mittel, gerade auch beim Bund, aber auch um Bodenrecht, Pachtrecht oder Raumplanung. Dann geht es um die ganzen Marktfragen, wo es darum geht, dass wir uns einsetzen für faire Produzentenpreise, dass wir auch Wertschöpfung erzielen mit unseren Produkten. Und das dritte ist Kommunikation, wo wir den Leuten erklären, um was es in der Landwirtschaft geht, um auch die Leute näher wieder an die Landwirtschaft herzubringen, gerade in den grossen Städten. Über den Verfassungsauftrag ist klar, den wir haben. Wir müssen unsere Betriebe nachhaltig ausrichten. Da müssen wir Produktion, Ökologie, aber auch die sozialen Aufgaben, die wir haben, im ländlichen Raum in Einklang bringen. Und für uns ist natürlich die Produktion hier ein bisschen im Zentrum, weil mit dem verdienen wir auch das Geld. 80% der Erlöse, die wir haben, verdienen wir mit dem Verkauf der Produkte. Ich glaube, das kommt sehr stark auf den Standort an, wo die Betriebe haben. Es ist ein grosser Unterschied, ob ich einen Betrieb in der Werkzone 4 habe oder hier im Rintel, wo es sehr viele Standorte hat, die für Gemüsebau geeignet sind. Dann ist wichtig, was jemand kann, was er für Wissen hat, für Fähigkeiten hat. Das ist wichtig, wie man den Betrieb ausrichtet. Und zuletzt ist natürlich die Freude, dass er Freude hat an dem, was man tut, Freude hat, was man täglich auf dem Betrieb arbeiten kann. Und ich glaube, dann ist es wichtig, dass man mit dem alles zusammen auch eine Wertschöpfung erzielen kann für die Produkte, aber auch für die eigene Arbeit.